Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit, wir können weiterbauen am Jurassic Mock. Ihr seht es hier schon an der Seite. Ich habe das Ganze ganz nach außen geschoben, die letzten zwei Module. Als erstes schauen wir in ein Paket rein, auf das ich gewartet habe, damit wir weiterbauen können. Wir gucken mal kurz rein. Ich habe schon vorgebaut, deswegen wir hatten ganz viele 6x6er in braun. Und dann haben wir noch eine Tüte Leaves für den Untergrund, die großen. Genau. Danke an Timo Stein im Weltall nochmal. Und ich denke mal, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich hole mal das erste Modul, was ich gebaut habe. Einfach. Diesmal kein Speedbuild. Fürs nächste Modul gibt es dann wieder ein Speedbuild. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Und ob das noch nicht genug ist, habe ich hier natürlich direkt noch die zwei kleineren Module für vorne dran fertig gemacht. Hier fehlen jetzt noch zweimal irgendwas Teile. Das werde ich noch bekommen, kein Problem. Genau, und jetzt hiermit sind wir dann, glaube ich, von der Größe her ja schon relativ groß. Ich nehme euch mal mit Stativ. Wir legen mal die Platten hier hin. Wenn ich das bedenke, das ist das, was wir vorher schon hatten. Jetzt kommt schon wieder so ein Stück dazu. Ja, mal schauen. Ich denke, ich werde jetzt noch ein bisschen Untergrund bauen, also pflanzenuntergrundmäßig, und ein bisschen vorplanen. Wir sehen uns gleich. So ihr Lieben, wie ihr seht, habe ich jetzt hier angefangen mit Bepflanzung. Ich zeige euch ein bisschen wieder, was ich dafür verwende. Hier, das ist der Ersatz für die Baumstämme, solange bis es wieder welche im Legoland gibt oder ich neue bekomme. Ja, hier, die zwei musste ich rausmachen. Die waren ja als Abschluss hier hinten. Und jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal. Hier habe ich angefangen. Und ich möchte dieses Feld relativ groß rumziehen bis da hinten, dass der Weg, der hier ist, nach hinten langsam verschwindet. Und ja, mal schauen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Update gefallen. Ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal.